In den letzten Tagen des Jahres wird nicht nur die Liquidität an den Märkten etwas dünner, sondern vor allem auch die Nachrichtenlage. Aber eins scheint klar, dadurch, dass Trump seinen Widerstand gegen diese Stimulus-Bill aufgegeben hat, mithin also das Helikoptergeld zunächst mal von $600 ermöglicht hat, sind die Märkte auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Wir hatten den S&P, den Dow Jones, den Nasdaq gestern auf Allzeithochs und endlich auch der DAX hat es geschafft, einen neuen Rekord zu schaffen, eben als letzter Auslöser das Helikoptergeld. Jetzt nur die Frage, werden es 600 oder eben $2000? Aber unter der Oberfläche passieren derzeit, obwohl die Nachrichtenlage dünn ist, sehr interessante Sachen, die ich Ihnen in diesem Video gerne zeigen würde. Fangen wir zunächst mal an mit dieser Geschichte Helikoptergeld. Das ist der Motivator jetzt für das gestrige Allzeithoch. Gut, es war Montag. Montag steigen Märkte halt. Das ist nun mal so. Nicht am Dienstag vielleicht nicht, aber am Montag auf jeden Fall. Und wir sehen hier, jetzt hat das US-Abgeordnetenhaus, welches bekanntlich von den Demokraten dominiert wird, die dort eine Mehrheit haben, haben diese $2000-Schecks genehmigt. Also Aufstockung von 600 auf $2000 für ein Pärchen immerhin $4000. Wenn die noch Kinder haben, dann käme dieselbe Summe nochmal oben drauf. Also da kann man sich schon ziemlich reich verdienen mit diesem Helikopter. Da geht ohne einen Finger zu krümmen, wenn man es denn bekommt. Aber jetzt die entscheidende Frage, der Senat muss zustimmen. Und beim Senat sieht die ganze Geschichte anders aus, denn dort sind die Republikaner knapp in der Mehrheit. Und diese Senatoren der Republikaner sind eher nicht geneigt, diese $2000 durchzuwinken. Die sagen, das ist simply too much. Und jetzt will Bernie Sanders, seinerseits eher linker Demokrat, sagen, okay, ich werde dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall eine Abstimmung haben werden, denn nach wie vor ist nicht klar, ob Mitch McConnell, der Führer der Republikaner im Senat, überhaupt diese Abstimmung zulassen wird, denn für ihn geht es um eine knifflige Frage, würden die Republikaner letztendlich das ablehnen, was Trump hier fordert? Wäre das eine Blamage für den Präsidenten? Würden sie, nämlich die Senatoren der Reps, zustimmen? Dann wäre es eine Blamage für Mitch McConnell, der öfter gesagt hat, hier diese $2000, das kommt mir nicht in die Tüte. Aber jetzt kommt ein anderer, eben Bernie Sanders, und sagt, pass auf, ich werde dafür sorgen, dass wir darüber abstimmen. Notfalls durch einen Filibuster. In der Regel ist das eine elendlange Rede, die nicht mehr aufhört. Der junge Mann ist ja doch schon auch ein bisschen älter geworden inzwischen. Das könnte anstrengend werden. Jedenfalls will er dafür sorgen, dass die Abgeordneten nicht nach Hause reisen können, in ihre Heimatbezirke zum Silvester, sonst ohne abgestimmt zu haben. Also das wird eine lustige Geschichte. Trump selbst hat jetzt übrigens ja schon eine Niederlage erlitten im Repräsentantenhaus. Dort haben sehr, sehr viele republikanische Abgeordnete gegen sein Veto entschieden. Dieses Veto gegenüber dem Verteidigungshaushalt. Trump fordert ja da, die Section 230 zu eliminieren, also jenen Passus, jenes Gesetz, das Social Media Plattformen schützt. Also hier die erste Niederlage für Trump. Die zweite könnte folgen, wenn eben die Republikaner im Senat diese $2000 ablehnen. Für die Märkte wäre diese $2000 Geschichte natürlich ein Grund, nochmal sich zu freuen, denn das würde bedeuten mehr Stimulus, mehr Helikoptergeld, mehr Konsum, gut für die Wirtschaft, so die Logik, und natürlich gut für die Aktienkurse. Jetzt kommt noch eine Geschichte dazu. Viele Parameter deuten darauf hin, viele Indikatoren, dass wir zeitnah einen ziemlich drastischen Sprung der Volatilität sehen werden. Und es gibt zwei Ereignisse nächste Woche, die natürlich diese Volatilität auslösen könnte. Da wären zunächst mal die Nachsenatswahlen oder die Stichwahlen zum US-Senat in Georgia. Da geht es um zwei Abgeordnete und um die Frage, ob die Demokraten vielleicht es doch noch schaffen, wenn sie beide Kandidaten durchbringen, wenn beide Kandidaten der Demokraten gewinnen sollten, praktisch auch noch den Senat zu kontrollieren. Das wäre dann nach der Definition ein Sweep, eine Blue Wave, denn dann würde man den Präsidenten stellen, hätte das Abgeordnetenhaus, wenngleich mit Verlusten, behalten und würde dann 50 zu 50 Sitze im Senat haben mit dem Zünglein an der Waage, Vizepräsidentin Kamala Harris. Jetzt aber die Frage, dann eben am 6. Januar, also einen Tag später, werden die Ergebnisse der US-Wahl durch den US-Kongress zertifiziert. Und jetzt gibt es Bestrebungen innerhalb der Republikaner, wie zum Beispiel von Gohmert. Der sagt, pass mal auf, du musst dafür sorgen, du bist der Präsident des Senats, nämlich Mike Pence, Vizepräsident, du musst dafür sorgen, dass dieses Electoral College, das Votum der Wahlmänner, ungültig gemacht wird, denn das sei
nicht verfassungsgemäß. Also das ist sozusagen das, was vielleicht Donald Trump schon angekündigt hat. Kommt am 6. Januar nach Washington, da wird etwas passieren. Ich werde bald Informationen dazu geben. Bisher hat er es nicht gemacht. Aber es deutet darauf hin, dass hier nochmal der Versuch gemacht wird, dieses Votum der Wahlmänner in irgendeiner Form zu delegitimieren und dann die ganze Geschichte nochmal schwierig zu machen. Sollte das passieren, dann wäre Konfusion an den Märkten, so viel steht fest. Aber wer weiß es schon, wer kann in die Gehirne dieser Herrschaften blicken? Ich zumindest nicht, aber es deuten sich so manche Sachen an, die ich Ihnen hier einfach mal zur Anschauung geben will. Kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren, to something completely different. Und wir sehen, wir haben da interessante Entwicklungen, die ich Ihnen jetzt zeigen will. Wir haben gestern zum Beispiel den Tag der FANG-Aktien gehabt. Die sind gestern deutlich gestiegen, hier zum Beispiel auch die sogenannten FANG-Man-Aktien, Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia, wie sie alle heißen, alle was Tech ist, kommt da rein, 8,2 Billionen an Marktkapitalisierung, nur noch 200 Milliardchen fehlen für ein neues Allzeithoch, und das Ganze hat den Nasdaq deutlich nach oben gehievt, über 1%, und das obwohl die Durchschnittsaktie gestern im Nasdaq 0,17% gefallen ist. Es sind also deutlich mehr Aktien gefallen als gestiegen. Das waren die Schwergewichte, die FANG-Man-Aktien, die ganze Geschichte hier nach oben gebracht hat. Die FANG-Aktien, FANG-Aktien, haben gestern 2,76% durchschnittlich gewonnen. Da ist also nochmal was reingelaufen, und wir sehen, dass die Relation zwischen einem IPO-Index, also zwischen einem Index von Unternehmen, die jetzt an die Börse gegangen sind, kürzlich gegenüber dem FANG-Index so schlecht war wie noch nie. Die IPO-Aktien, die jetzt in diesem Jahr ein IPO gemacht haben, sind jetzt doch deutlich unter Druck gekommen, vor allem in Relation zu den FANG-Aktien. Das ist die größte Abweichung, 6% beträgt die Abweichung gestern. Das ist die größte Abweichung, seit es diese Daten gibt oder seit man diesen Vergleich anstellt. Also da sehen wir, dass diese IPOs nicht gut laufen derzeit, während die FANG-Aktien jetzt wieder gesucht werden, und wir sehen, dass diese IPOs ja schon wichtig sind. Wir haben ja eine IPO-Mania geradezu gehabt. Fast 500 Firmen sind hier neu an den Markt gekommen, deutlich mehr als in den letzten Jahren. Sie sehen hier diesen Balken nach oben. Das ist schon ein ziemlicher Run gewesen. Es gibt jetzt immer mehr Aktien, auch das ein Zeichen von einer gewissen Inflation. Und Inflation ist auch das Thema, wenn ich jetzt auf andere Märkte zu sprechen komme. Der Nikkei hat es heute das erste Mal geschafft, seit 1991 die Marke von 27.000 Punkten zu überwinden. Wir sehen deutlich, deutlich über dem Stand kurz vor dem Einbruch des Corona-Crash. Charts übrigens, ich bin sehr dankbar, dass ich das hier erwähnen darf, von Capital.com, meine Damen und Herren. Und wenn wir jetzt den Nikkei mal vergleichen mit dem DAX, dann sehen wir, ja, der DAX, der ist gerade mal so ein bisschen über den Stand gekommen, bei dem kurz vor dem Corona-Crash, also deutlich weniger positiv der DAX, wenngleich es heute gleich zur Eröffnung nach oben gehen dürfte, mit Rückenwind des Nikkei, der 1,6% gestiegen ist, da könnte der DAX nochmal eine Duftmarke setzen. Aber es gibt so ein paar Dinge, hier wird ja schon gesprochen von einem Traumszenario, Aufbruch in eine neue Wohlstandsdekade, also die Optimisten sind hier deutlich in der Überzahl, es herrscht ein Konsens, wie ich das schon öfter gezeigt hatte, der so groß ist wie noch nie. Und es ist immer nach meiner Auffassung kein gutes Zeichen, wenn alle dasselbe glauben, dann passiert meistens das Gegenteil. Hier sehen wir eine Konstellation, auf die Michael Silver von Figuring Out Money hinweist, der auch viele Indikatoren zeigt in einem Video, das ich Ihnen sehr empfehlen würde. Michael Silver, Figuring Out Money, um es nochmal klar zu sagen, hier ein Chart von die Michael Silver, und wir sehen hier, die Bollinger Bänder ziehen sich zusammen, das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass dann eine größere Bewegung kommt, die kann auch nach oben sein, keine Frage. Etwa wenn die Demokraten Georgia gewinnen, wäre die Frage, werden dann die Märkte hausieren, weil sie sich sagen, wow, noch mehr Stimulus, da kommt ja noch mehr Helikoptergeld, oder was kann es sein, ich weiß es nicht. Jedenfalls sehen wir, dass sich eine solche Konstellation eben zuletzt kurz vor dem Corona-Crash ergeben hat. Wie gesagt, das Ganze kann auch theoretisch nach oben passieren, aber normalerweise ist ein solches Zusammenziehen
hier sehen Sie es auch unten, der Bollinger Bänder schon etwas Erstaunliches, deutet dann auf eine größere Bewegung hin. Hier sehen wir insgesamt den S&P 500 ja noch in diesem Aufwärtstrendkanal. Jetzt aktuell auf Future-Basis der S&P Future auf neuem Allzeithoch. Wir könnten hier durchaus gehen bis 3780, 3785 wäre die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals. Und wir haben jetzt einen interessanten Punkt. Ich hatte gestern schon auf den Margin Debt hingewiesen, also auf die Hebelung der Investoren. Die ist jetzt 50% gestiegen in den letzten 8 Monaten. Das zählt zu den größten Anstiegen überhaupt. Das ist dreimal passiert, nämlich aktuell im März 2000 und im Juni 2007. Das sind natürlich damals hervorragende Zeiten für Langfristinvestoren gewesen. Wer damals gekauft hat, der dürfte sich erst über einen Absturz freuen, aber der hat natürlich Sitzfleisch und dann wartet der 25 Jahre und kaum ist man schon wieder im Plus, gell? Also, Aktien steigen immer, meine Damen und Herren, das wissen Sie ja, gell? Also historisch gesehen, so bitte morgen, Aktien steigen immer, außer wenn sie fallen, ne? Also da ist natürlich das Tor nach oben jetzt unbegrenzt offen. Wir sehen hier nochmal diesen Margin Debt insgesamt nominal auf neuem Allzeithoch. Also da wird gerne spekuliert. Und abschließend möchte ich Ihnen noch zeigen, jetzt zu dem Thema Corona. Wir sind ja jetzt im harten Lockdown. Was für ein Zufall, dass der DAX im harten Lockdown jetzt sein neues Allzeithoch erreicht. Aber in UK sehen wir, dass trotz Lockdown-Maßnahmen die Zahlen weiter explodieren. Wir haben jetzt gestern Abend die Meldung bekommen, dass für den gestrigen Tag über 41.000 Neuinfizierungen sind. Das erste Mal über 40.000. Das zeigt, dass offenkundig diese Mutation eben sehr, sehr ansteckend ist. Und es gibt auf Twitter schon einen Trendbegriff Tier 5. Das, was in großen Teilen oder etwa der Hälfte UK der Fall ist, ist ja Tier 4, also Reiseverbot etc. etc. Tier 5 könnte noch heftiger sein, das wird schon jetzt in UK diskutiert. Also, wir haben jetzt die Situation, dass die Märkte euphorisch sind durch diesen Stimulus. Wir sind optimistisch, dass wir eine Art Wiederholung der 1920er Boom-Jahre bekommen. Dabei haben wir doch schon so viel Boom, zumindest in den Köpfen und in den Trading-Konten, aber eher nicht in der Wirtschaft. Jetzt ist die Frage, wie lange wird dieser Lockdown noch dauern? Vieles deutet darauf hin, dass er in Deutschland länger als bis zum 10. Januar dauern wird, in anderen Ländern wahrscheinlich auch. Und wir haben eben jetzt die Konstellation, dass viele Indikatoren, ich verweise da nochmal auf Michael Silver, andeuten, dass da ein großer Volatilitätsschub kommt, eine große Bewegung kommt, würde passen zu diesen Ereignissen nächste Woche, Georgia-Nachwahl und Bestätigung des Präsidenten, 5. und 6. Januar. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Tag, meine Damen und Herren. Das war der letzte Videoausblick für dieses Jahr. Heute Abend noch ein Marktgeflüster und morgen dann noch ein Marktgeflüster-Spezial, das ich schon am Wochenende aufgenommen hatte, wird morgen Abend kommen. Das nur als kleiner Hinweis, aber am Mittwoch dann kein Videoausblick mehr. Ich hoffe, Liebe geht für Sie weiter. Ja? Also ich wünsche dir das Allerbeste und sag's Servus und ciao.